Wir sind auf der Saarmesse, hier ist Stefan Konz. Hallo Stefan. Hallo, hi. Wir schauen uns jetzt mal einen richtigen Renner an von Peugeot. Was ist das für ein Fahrzeug? Also was wir hier sehen, ist der neue 308 GTI. In der normalen GTI-Version, also Maximalausstattung, die es gibt. GTI heißt schnell, oder? GTI heißt tatsächlich schnell. Das Auto hat also 200 kW mit 1,6 Liter Hubraum, 272 PS. Wow. Was ist hier besonders? Was ist grundlegend verändert worden, damit die Geschwindigkeit auch gut auf die Straße kommt? Die Vorderachse ist überarbeitet worden von Peugeot. Das heißt, der Sturz der Vorderachse ist ein anderer. Die Bremsanlage an sich ist eine andere. Und die Kolben im Motor sind andere. Sind speziell von Mahle. Okay, super. Das Beste ist, wir steigen mal ein. Schauen uns das Fahrzeug mal von innen an. Ja. Sitze. Ja, auch die hat er serienmäßig. Die Schalensitze mal hier zeigen. Wow, die sind schick. Ja, und wie gesagt. Sportlenker, ein kleines Sportlenker. Ja, das Lenkrad ist von den Abmaßen sehr kompakt. Ist ja fast die Formel 1 Playstation. Genau, also vom Grundgedanken ist es hier so angesetzt, dass man sagt, das ist eigentlich ein Head-Up-Display, das hier vor mir ist, weil das Lenkrad ist so kompakt gehalten, dass man praktisch über die Lenkradkante in die Instrumente reinschaut. Es gibt da zwei Modi, das da ist jetzt der Sportmodi, dann sind sie rot hinterlegt, die Instrumentarien. Ansonsten kann ich hier nochmal auf Normal stellen, dann springt er halt um auf Weiß. Bitte nochmal. Spannend. Der kann hier dann ist auch das noch. In der Mitte, ist das ein Fernseher? Oder? Hier haben wir ein berührungsabhängig gesteuertes Display. Da kann ich jetzt also alle Unterfunktionen des Fahrzeugs abrufen. Navigation, Fahrzeuggrundeinstellungen, Klimaanlage etc. Und das ist auch serienmäßig bei dem Fahrzeug. Fahrzeug immer selbst gefahren? Mehrmals, ja. Macht Spaß? Ja, ziemlich, doch, muss man sagen. Ist toll. Ist aber auch ein alltagsfähiges Fahrzeug mit vier Plätzen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist also auch familienkompatibel, das Auto. Der Sitz ist jetzt in der letzten Rastung hier in dem Fall. Aber gut, aber das ist ja natürlich bei sehr, sehr großen Personen immer so. Kann man aber, ich sag mal, für Transportzwecke auch nach vorne nehmen. Der Kofferraum korrekt ist groß. Ja. Oh, ein riesen Sportauspuff. Das ist ja klasse. Ja. Kurz schauen. Direkt zwei. Und jetzt bin ich gespannt. Wow. Umklappbar. Ja. Mit G-Sack. Genau. Zwei Drittel, ein Drittel klappbar mit Durchlademöglichkeit. Genau. Der Preis, ab wann geht's los? Also das Auto liegt beim Grundpreis von 37.000 Euro circa und optional ist da eigentlich nicht mehr viel zu bekommen, weil das Auto werkseitig halt schon sehr komplett ausgestattet ist. Also Navigation drin, Full-LED-Scheinwerfer, 19 Zoll Alurad, die spezielle Bremsanlage, ist alles schon drin. Ja. Understatement pur, kann man fast sagen. Kann man so sagen, weil er sehr dezent gehalten ist, der Wagen. Das GTI könnte man zur Not auch noch entfernen lassen. Das würde gehen, das ist nur geklebt, also würden wir machen. Genau, super. Was ist die Farbe, die am besten geht im Moment? Momentan ist schwarz die am stärksten nachgefragte Farbe. Es gibt ihn allerdings auch noch in der Zweifarblackierung. Da fällt er natürlich auch sehr auf, weil er im vorderen Bereich dann rot gehalten ist und im Heckbereich schwarz. Vielen Dank für das nette Interview. Gerne.